wenn wir eine Mobilitätswende im Land machen wollen, Kolleginnen und Kollegen, dann brauchen wir nicht weniger Bahnindustrie, sondern wir brauchen mehr Bahnindustrie und wir brauchen innovative Produkte. Mit diesem Aktionstag setzen wir ein Zeichen in Berlin, dass wir eine starke europäische Eisenbahnindustrie brauchen. Bahn bewegt Zukunft ist genau die richtige Feststellung. Wer die Verkehrsnachrichten in der letzten Zeit gehört hat, wer Berichte über Gigaliner hört, der kann sich nur sagen, wir müssen was ändern. Hier haben wir ein Verkehrsmittel, das zukunftsträchtig ist, das energiesparend ist, das auch sicher ist. Die Bahnhersteller, die Bahnbetreiber haben ein funktionierendes System der Elektromobilität. Das muss man ergänzen mit Elektroautos, mit Ladesäulen, mit Elektrofahrrädern. Und schon hat man ein funktionierendes Konzept. Was ist die letzten Jahre passiert? Wir hatten einen Verkehrsminister, der hatte nur eine einzige Vision und das war die Autobahnmaut. Zu neuen Konzepten für die Bahn oder für die anderen Bereiche, nichts, nothing. Es wird sehr, sehr viel Geld auf die Straße oder in die Straße investiert und die Schiene ist jahrelang vernachlässigt worden. Ich glaube, hier muss die Politik nachlegen. Die Bahnindustrie stellt sich neu auf. Wir haben einen Giganten aus China, der sich letztendlich auf den Weg macht, den Weltmarkt zu erobern. Wir haben die Technologieführer im Westen. Allerdings haben wir auch eine Situation, dass wir im Westen uns gegenseitig die Preise kaputt machen. Wir müssen uns in Europa neu aufstellen. Es gibt den Zusammenschluss von Siemens mit Alstom. Wir haben die Restrukturierung bei Bombardier. All dieses Neuaufstellen wird aber nur funktionieren, wenn die Politik sich zu einer Bahnindustrie bekennt. Und ein Mobilitätskonzept der Zukunft wird nur mit einer starken Bahnindustrie gelingen können. Bis jetzt hat auch keiner auf uns richtig gehört, da verweist einer auf den anderen. Es kann ja nicht sein, dass auf der einen Seite das Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, jeder für sich sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben 2 Jahre versucht, die Chefs dieser Ministerien an den Tisch zu kriegen. Es war nicht möglich. Wir brauchen dringend einen Koordinator für die Bahnindustrie. Das für den Schiffbau und für die Luftfahrt schon längst selbstverständlich ist, muss auch für die Bahnindustrie gelten. Man muss faire Vergaben machen für öffentliche Aufträge. Die Innovationen müssen vorangetrieben werden. Forschung und Entwicklung muss vorangetrieben werden. Hier vor Ort müssen ordentliche Produkte gefertigt werden, hier in Deutschland und natürlich auch in Europa. Wir dürfen uns natürlich nicht von den Chinesen und von anderen Mitbewerbern das Heft aus der Hand nehmen lassen. Wir müssen vor allen Dingen auch in neue Technologien investieren. Wir erwarten, dass man zusammen mit der Industrie hier sich Konzepte überlegt, wie kriegen wir die neuen Produkte auf die Straße, aber auch mit Beschäftigung hier im Land und in Europa. Und deswegen brauchen wir auch letztendlich das, was für Luftfahrt und für andere Bereiche auch völlig selbstverständlich ist. Dass es nämlich einen Topf gibt für Innovationen, für neue Ideen. Wir brauchen letztendlich auch einen Zukunftsfonds für die Deutsche Bahn, Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist die Förderung von innovativen Arbeitsplätzen, die in Deutschland bleiben, die unter Tarifvertragsbedingungen geregelt sind und die fair sind mit fairen Löhnen. Das bedeutet, dass eben Steuern hier in diesem Land verbleiben, dass der gesellschaftliche Auftrag auch hier wahrgenommen wird. Ich verstehe Josef Käser und seine Entscheidung zur Ausrichtung der Siemens AG nicht. Es macht den Eindruck, er ist der Chef einer 1-Euro-Bude und alles muss raus. Healthcare raus, Flender raus, Mobility raus. Unsere Freunde aus Mülheim und in der PG-Division sehen aus wie Indianer, weil der fette Rotstift aus München sie gnadenlos zusammenstreicht. Wenn das so weitergeht, ist Siemens Deutschland nicht mehr das, was es mal war. Ingenieurskunst und industrielle Fertigung. Wir werden ja jetzt auch wieder die Zahlen in Kürze sehen. Demnach geht es ja Siemens blend. Es ist halt eine Frage, wo ich quasi ansetze, was ich als Gewinn erwirtschaften will. Wir fertigen hier ein super geiles Produkt, aber unsere guten Fachkräfte, die entlassen wir hier. 300 Leute werden nicht weiter beschäftigt. Wir bilden immer weniger aus. Wir können nicht alle Auszubildenden übernehmen in dieser aktuellen Situation. Das kann es nicht sein. Wir brauchen stabile Gesellschaften. Und dazu gehören Arbeitsplätze mit Löhnen, von denen man leben kann. Unsicherheit bei den Menschen und Jubelstimmung an der Börse, das ist unanständig. Ein Konzern, der über Milliarden verfügt, der zum Glück gute Geschäftszahlen verkünden kann, der eine breite Produktpalette hat, für den muss es doch was Selbstverständliches sein, dass wir den Wandel in den Bereichen so gestalten können, dass Standorte erhalten bleiben und Menschen eine Perspektive haben. Wir sind nicht gegen Veränderung. Aber für uns ist vollkommen klar, Veränderung mit den Menschen, nicht gegen die Menschen. Und für uns alle gilt,
Der Mensch kommt vor der Marge. Ich glaube, wenn man den Siemens-Standort nimmt, ist es wichtig, dass wir sehr offensiv die Zukunft zwischen Siemens und Alstom gemeinsam gestalten. Das ist eine Chance nach vorne. Wir konnten bei den Verhandlungen 4 Jahre Sicherheit erreichen. Allerdings heißt das jetzt, dass wir innerhalb dieser 4 Jahre die Zukunft mit den Kollegen in Frankreich, in Spanien, aber auch in den anderen Ländern gemeinsam gestalten müssen. Und es wäre fahrlässig, wenn wir die 4 Jahre Schutz abwarten und dann Entscheidungen kommen. Deswegen muss es unser aller Interesse sein, dass das neue Konzept für Siemens Alstom bereits im ersten Jahr auf den Tisch kommt. Wir haben, glaube ich, jetzt einiges bei den Verhandlungen für diesen Zusammenschluss erreichen können. Wir haben Beschäftigungs- und Standardgarantien für 4 Jahre schaffen können. Wir haben Zusagen für Wertschöpfung, Investitionen, Innovationen und auch für eine Ausbildungsquote. Es gilt auch, dass die Tarifverträge weiter gelten und die Sozialstandards eingehalten werden. Wir haben in die Vereinbarungen mit reinschreiben können, dass für das neue Unternehmen Siemens Alstom auch Radolfzell gilt, und zwar unbefristet. Radolfzell heißt, dass die Standorte gesichert sind und dass es keine Kündigungen gibt. Kolleginnen und Kollegen, wenn sich das Siemens Management jetzt hinstellt und nicht klar dementiert, dass im Gasbereich, im Energiebereich Standorte geschlossen werden, welchen Stellenwert hat dann diese Vereinbarung eigentlich noch für euch? Und deswegen glaube ich, ist der Kampf, den die Kolleginnen und Kollegen im Energiebereich jetzt heute in den nächsten Tagen führen, auch unser gemeinsamer Kampf. Wenn wir wollen, dass diese Vereinbarung für euch auch gilt, dann müssen wir sie jetzt im Energiebereich verteidigen. Bei uns werden die Fahrzeuge, die hier in Krefeld gebaut werden, bei uns getestet. Und wir sind mit einer Abordnung mit einem Bus heute Morgen hergereist, weil es für uns sehr wichtig war, hier dabei zu sein. Wir IG Metaller sind solidarisch. Wir wissen, wir kämpfen um unsere Arbeitsplätze. Nur die Solidarität, die hilft uns hier weiter. Ich glaube, die Beschäftigten und die Mitglieder können zu Recht von der IG Metall erwarten, dass wir uns einsetzen für sichere Arbeitsplätze, für Innovationen nach vorne, für gerechte Löhne, für gerechte Arbeitsplätze. Bedingungen, aber auch für eine Branchenpolitik, die den Blick in die Zukunft richtet. Dafür setzt sich die IG Metall ein. Allerdings gelingt uns das auch nur, wenn die Menschen an der Seite der IG Metall stehen. Als Sprecher der Vertrauensleute bin ich in der Pflicht, die Position der IG Metall zur Betriebsratswahl laut und deutlich zu artikulieren. Wir wollen Personenwahl, wir wollen viele und gute Kandidatinnen und Kandidaten, wir wollen eine hohe Wahlbeteiligung. Gerade wegen der Fusion mit Alstom müssen wir eng zusammenstehen und mit guten Ideen und Aktionen unsere Standorte sichern. Dazu brauchen wir eine selbstbewusste Belegschaft, coole Vertrauensleute und einen starken Betriebsrat. Denn die IG Metall sind nicht wir die Hauptamtlichen, sondern die IG Metall sind über 2 Millionen Mitglieder und übrigens auch sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen hier in Krefeld am Standort, die immer wieder beweisen, sie kämpfen für diesen Standort und sie kämpfen für diese Branche. Bahn ist auf jeden Fall Zukunft. Dafür müssen wir auch stehen, wir Mitarbeiter. Bewegt! Bewegt!